Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deus Ex Mankind Divided. So, weiter geht's. So, das Problem ist, ich kann... So, wir müssen kurz warten, bis ich... Wir müssen die Umgebung checken, Mann. Okay, 80%, 85, 88, komm, komm, komm. 100, sehr gut. Wenn ich noch mal was höre, schieße ich. Scheiße. Ich bin sicher, dass du die EMP geladen hast. Da. Er ist weg? Das kann doch nicht. Der Techno ist wieder da. What the fuck? Wait a second, wait. Guys. Bevor wir irgendwas Dummes tun, bleib ruhig. Sieh zu, dass er nicht mal wirklich tot ist. Ah. Shit! Oh Mann, junge Leute. Ich drück diesmal die falsche Taste. Ich bin gewohnt, auf einer anderen Taste zu laufen. Du weißt nicht, mit wem du dich anhörst. Warum hab. Was hat das denn mit Energie zu tun, weil ich ihn. Ich verstehe es ehrlich nicht. Ich wünschte alle Technos hätte. Ich verstehe das ehrlich nicht. Wenn ich jemanden ausschaue, was hat das denn mit Energie gewollt zu tun? Ey, das ist doch mega bescheuert. Wenn ich jemanden töte, hat doch so nichts mit Energie zu tun. Ey, Leute, das ist. Ey, das ist doch mega taktisch, Alter. Das ist. Boah. Alter, wie soll ich die denn alle weg. Wie soll ich die denn alle killen, sag mal? Ich habe keine Option, irgendwas zu tun. Okay, got it. Kill, wenn ich die Leute töte, killt das meine Energie. Gut zu wissen. Aber ergibt für mich theoretisch überhaupt keinen Sinn, whatsoever. Haben wir überhaupt was gefunden? Der Boss verlässt sich auf uns. Such weiter. Es ergibt für mich absolut... Da drüben. Ich gehe voraus. Das ergibt für mich absolut null Sinn. Ich hab. Ja, natürlich. Just in this moment, wo ich komme. Oh Leute, das ist doch nicht wahr, Mann. Er ist doch bescheuert, ehrlich gesagt. Ja, ich hab wieder keine Munition, nichts, Alter. Was ist das denn? Willst du wirklich so leben? Mein Hund schießt besser als du. Komm, komm, komm. Ich brauch Energie, Mann. Ich knall dich ab wie ein räudigen Hund. Wieso hab ich keine... Das ist so bescheuert einfach. Du hast es nicht anders gewollt. Ey, das ist so bescheuert, dass das Energie killt, Alter. Das ist so dämlich, Alter. Ey, das kotzt mich jetzt schon an, Alter. Ey, jetzt, ehrlich. Ey, boah, könntest du kotzen bei sowas. Ey, das nimmt dir Energie. Ich weiß nicht, warum mir das Energie entzieht. Ich weiß es nicht. Alter, übertreib doch die Situation. Ich kill ihn, das killt Energie. Dann kann ich schon nichts mehr machen, weil ich keine Munition habe für irgendeine Wichse hier. Ey, Leute, übertreib doch die Situation nicht. Ey, ich kann nichts machen. Siehst du irgendwas? Ey, das ist doch bescheuert. Ich will mir den gerade holen. Just in this moment dreht er sich zu mir um.
sehen wir uns gemeinsam an. Leute, gehst du bitte da weg? Jede Menge Lichts. Such ihn, und Blue Dog. Hast du da drüben schon nachgesehen? Jesus Christus, ehrlich, das mit der Energie, das gefällt mir überhaupt nicht. Das Problem ist, er geht auch nicht mehr da weg, wo er ist, ne? Zeiten. Was sollen wir eigentlich finden? Mann, komm schon, du bitte steh eine andere auf. Schicht übernehmen, Bra. Ja. So nicht gewählt. Shit. Natürlich trifft er mich. Natürlich trifft er mich, Alter. Das ist. Ja, ich mag das ehrlich gesagt nicht. Eine zweite Chance kriegst du nicht! Weil ich wieder nicht mehr weiß, wo der ist, das ist schon wieder mein nächstes Problem. Wie kann er denn automatisch wissen, wo ich bin, Alter? Ich kann ehrlich. Wo ist denn der? Leute, Jensen. Down you go, motherfucker. Alter, Jesus Christ. Jesus fucking Christ. Ach, ich hätte einfach hier durchgehen können, oder was? Jensen, Gott sei Dank. Ich bin unten im Kerker, Mann. Erinnern Sie sich an den Titel meines supergeheimen Buchs? Ich erinnere mich, dass es rot war. Alright. Puh, schwierig. Jensen, mein Lieblings-Techno-Wunderkind. Tut mir leid wegen der Typen. Sie hatten hoffentlich nicht zu viel Ärger. Die sind kein Problem mehr. Was wollten die? Haben sie ihr Schutzgeld nicht bezahlt? Ich glaube nicht, dass es um Geld geht. Es gibt ein kleines Missverständnis mit ihrem Boss Ota. Sie kennen diese Gangster ja. Genug, um zu wissen, dass es keine kleinen Missverständnisse gibt. Interne Valley-Politik. Ich krieg das schon hin. Ein Gespräch mit dem großen Boss. Sobald sich alles beruhigt hat. Am Tag nach der Bombe, Mann. Da kriegt man doch Angst, oder? Ein Wunder, dass überhaupt jemand vor die Tür geht. Manchmal hat man eben keine Wahl. Meine Systeme haben was abgekriegt. Ich hatte gehofft, sie kriegen das wieder hin. Sie haben was abgekriegt? Oh, Scheiße. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sie müssen auf den Stuhl. Auf den Stuhl. Ich wollte mir ihre Seraph Augs schon immer mal näher ansehen. Aus der Nähe. Also, ich schnalle sie an, drehe das Gas auf und, naja, dann schlüpfe ich rein. Sehe mich mal um. Was genau werden Sie mit mir machen? Das weiß ich noch nicht. Erstmal muss ich rein und den Fehler finden. Aber keine Sorge,
ich mache nichts, was sie nicht auch machen würden. Versprochen. Außerdem waren sie schon hier und kennen mich als Profi. Sie haben mich aber noch nie betäubt. Ich habe sie auch noch nie am Tag nach einer Bombe gesehen. Das war ein Riesenschock, Mann. Kaboom! Soll ich sie jetzt reparieren oder nicht? Okay. Bringen wir es einfach hinter uns. Ganz ruhig, Jensen. Stellen Sie lieber keine Fragen. Das Ganze ist eine Kunst, Jensen. Es wird alles wieder gut. Sie merken nicht mal, dass ich drin bin. Sie fühlen sich schwerelos, weit entfernt, als wären sie jemand anders. Aber Koller bringt sie zurück und stellt sie wieder her. Bevor sie es merken. Oh, Gott sei Dank. Ganz ruhig. Ich schwöre, ich wollte das nicht. Ihr Netzhaut ist weg, kommt gleich wieder. Können Sie sich bewegen? Was sagen Sie? Ich wollte ein paar Verbindungen herstellen. Aber Sie haben da ein paar abgefahrene Augs. Ich hätte wahrscheinlich nicht. Ich hole Ihnen ein Glas Wasser. Oder vielleicht was Stärkeres? Wasser. Kommt sofort jetzt. Nur bleiben Sie ruhig, okay? Nicht aus. Ein Neustart war die einzige Rettung. Rettung wovor, Koller? Kernschmelze. Sie haben fast meinen Stuhl ruiniert. Also habe ich sie zurückgesetzt und was gefunden. Ich zeig's Ihnen lieber direkt. Rufen Sie Ihre Systemanzeige auf. Das müssen Sie selbst sehen. Das sind Ihre Implantate. Die kennen Sie alle, oder? Ja, David Seraph hat sie installiert. Hat 2 Jahre gedauert, sich an alles zu gewöhnen. Ja. Also, ich musste einiges davon rückgängig machen. Was ist los, Koller? Warum fühle ich mich so anders? Etwas hat versucht, Ihnen den Saft abzuziehen. Ich musste zur Diagnose einen Reboot machen. Aber Ihr Fabrikzustand ist alles andere als Standard. Was sehe ich da gerade? Experimentelle Test-Augs, Mann. Versteckt in Ihrem Körper. Heißt das, ich habe mehr Implantate, als ich geglaubt habe? Mehr als Ihr Körper verarbeiten kann. Cool, was? Weiß ich noch nicht. Ich will Ihnen zeigen, was passiert, wenn Sie eins dieser Babys aktivieren. Okay, ich habe verfügbare 2 Punkte. Sehen Sie? Eine Spitze in Ihrem Energieverbrauch. Wo zum Teufel kommen diese Dinger her? Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Explosion sie aufgeweckt hat. Jedenfalls müssen Sie diese irre Scheiße auch benutzen. Das ist Ihr Recht. Wir müssen nur dafür sorgen, dass Sie dabei nicht verbrutzeln. Ich habe da eine Idee. Schalten Sie mal eins der anderen Implantate aus. Nur so zum Spaß. Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Was ich nicht nutze? Alter, was zur Hölle? Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Und jetzt? Hab ich doch. Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Willst du mich jetzt irgendwie gerade verarschen, oder was? Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Der Typ geht mir gerade so auf den Sack, das ist der Hammer. Aha! So. Sofortige Abkühlung. Sie können Ihr System im Gleichgewicht halten, wenn Sie wollen. Aktivieren Sie einfach nicht alles auf einmal. Was würde dann passieren? Es gäbe größere Ausfälle durch Überhitzung. Vielleicht permanente Schäden. Ich schlage vor, Sie machen es einfach nicht.
Okay, setzen Sie mich jetzt zurück, Koller. Ich reaktiviere selbst, was ich brauche. Okay. Ich werde nicht immer direkt zu Ihrer Verfügung stehen. Ich kann Ihnen nicht hinterherlaufen, um Sie zu warten und Ihr neurales Gefüge in Schuss zu halten. Was immer Sie von nun an tun, ist Ihre Entscheidung. Ich dachte, Sie sind mein persönlicher Aug-Experte. Ich bin ein Experte, was den chinesischen Schwarzmarkt angeht. Die Scheiße, die ich in Ihrem System gefunden habe, sieht aus, als käme sie direkt vom Mars. Ich bin sicher, dass sie nicht vom Mars kommt. Ich weiß nicht. Mir gefällt das nicht. Sie verdienen Antworten, die ich Ihnen nicht geben kann. Niemand in Prag kennt Ihr System besser als ich. Ich kann Ihnen helfen, das Beste aus Ihren neuen Augs zu machen. Aber Sie können mir nicht sagen, woher Sie stammen. Ich dachte, David Seraph hätte alle meine Augs installiert. Wenn ich welche habe, von denen ich nichts weiß, sollte ich mit ihm reden. Ich kenne Seraphs Arbeit. Diese neuen Augs, die sehen anders aus. Diese Neodymhülle. Und wer benutzt dafür dimorphe magnetoriologische Flüssigkeiten? Im Ernst, wenn Sie mit Seraph reden, fragen Sie ihn das. Sehr ungewöhnlich, aber auch verdammt cool. Warum sollte Seraph das Zeug in mir verstecken? Ich begreif's nicht. Ich bin nicht sicher, dass das Seraph war. Die Tech ist erstklassig, aber die Padded-Isolierung ist schlampig, der Knochenrahmen auf die Schnelle montiert. Es fehlt der Seraph-Touch. Sieht eher aus wie ein Umbau. Was Aktuelleres. Was denken Sie? Ich denke, ich hasse es, bewusstlos zu sein. Sie sagen, die Dinger sind aktueller. Wie aktuell? Innerhalb der letzten 2 Jahre. Ungefähr. Ist Ihnen in der Zeit was zugestoßen? Ich wurde aus dem Meer gefischt und zur Erholung in eine Anlage in Alaska gesteckt. Das sind ein paar Monate, also. Je mehr ich mich zu erinnern versuche, desto verschwommener wird alles. Scheiße, Jensen! Das ist erschreckend! Haben Sie sowas schon mal gesehen? Ein Aug-System, das absichtlich so versteckt wird? Ich weiß nicht, Jensen. Also, ich habe schon von der Schwarzmarktbehandlung gehört. Umfallen in Prag, Aufwachen in Shanghai. Aber meistens mit weniger Augs, nicht mit mehr. Was genau unterscheidet diese Augs von meinen anderen? Sie sehen experimentell aus. Überall lose Drähte, Mann. Als wären sie zur Hälfte ungetestet, unfertig, unglaublich. Es ist wunderschön. Ja, das ist es. Okay, machen wir weiter. Diese Aktion hat länger gedauert als erwartet. Sind wir fertig? Ja. Hier, nehmen Sie ein paar Praxiskits für den Notfall. Praxis löst jedes Problem und macht glücklich. Und vergessen Sie nicht, was ich über Ihre Energieverwaltung gesagt habe. Das wird ein Balanceakt. Nun, außer was, Koller? Man könnte das vielleicht optimieren, aber dafür brauche ich etwas von OTA. Einen Neuroplastizitätskalibrator. Wenn es für mich einen Weg gibt, alles, was ich habe, ohne Kompromiss zu nutzen, dann will ich ihn wissen. Ich habe gehofft, dass Sie das sagen. Ich bestelle meine ganze Tech aus einem illegalen Katalog. Aber meine letzte Lieferung wurde abgefangen. Von Otar Botkovelli. Derselbe Otar, dessen Männer draußen Bücher gesucht haben? Ich zwinge Sie zu nichts. Sie müssen es selber wollen. Sie müssen ein augmentierter Gott werden wollen.
Falls das für Sie interessant klingt, sollten Sie wissen, dass OTA im Sisti-Viertel ein illegales Casino betreibt. Der Eingang ist in einem kleinen Hof neben der Levani-Straße. Danke für die Info, Kalle. Und danke für die Praxis. Jo, vielen Dank für die Praxis. Oh mein Gott, was ist hier los? Praxis. So, ich würde auch sagen, wir machen uns auf ins Casino, oder? Eigentlich hätte ich irgendwie da gewöhnt, ich spreche auch nicht immer noch ganz klar. What the? Jensen, hier Miller. Ich brauche schnellstmöglich Ihren Augenzeugenbericht. Wann werden Sie da sein? Kommt drauf an, wie viele Cops meine Papiere sehen wollen. Scheiße. Gegen die Staatspolizei kann ich nach dem Anschlag nicht viel machen. Kommen Sie, wenn Sie können. Miller out. So, wait a second. Nichts zu bestaunen, Jasmin. Wir führen. So, liebe Leute, ich mache erstmal hier einen Folgenbreak. Ich bin mal fürs Zuschauen bis in diesem Part von Deus Ex Mankind Divided. Bis dahin, haut rein und tschüss.